Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Duisburg schaut auf die Tabellenspitze. Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln konnte der MSV den Vorsprung auf Platz 2 auf 5 Punkte erhöhen. Aber Hiobs Botschaft, Topscorer Moritz Stoppelkamp fiel aus mit Magen-Darm-Grippe. Aber auch ohne ihn lief es erstmal gut für den MSV. Mickels mit einem ersten Abschluss in der 7. Minute. Ansonsten aber Vorteile für Köln. Die Gäste ballsicher, kombinationssicher. Siehe hier, ein guter Angriff der Viktoria, der Pass auf Bunyaku und er trifft. 1:0 für die Gäste in der 23. Minute. Wahnsinn, der Mann mit der Nummer 12 erzielt sein 12. Saisontor und das Ganze unfassbarerweise 4 Tage vor seinem 36. Geburtstag. Der Fußballfuchs und Köln weiter stark. Check gegen Wunderlich, aber Vorteil. Gut ausgelegt vom Schiedsrichter und dann der Abschluss von Holzweiler. Stark gehalten von Leo Weinkauf. Der Schiedsrichter ließ den Check von Gembalis erstmal laufen und gab dann die gelbe Karte nachträglich. Toll entschieden vom Referee. Dortchef mit sorgenvoller Miene ahnte er, dass da doch noch was passiert. Köln besser, aber dann Al-Butat auf Vermey. Die brauchten halt nur diese eine Chance in der 42. Minute. Zu einem Zeitpunkt, als die Kölner besser waren, gleicht der MSV doch aus. 6. Tor für den Niederländer. Ausgleich für den MSV. Pausenstand 1:1. Und Lieberknecht, sauer, der war auf 300. Warum? Weil es vereinzelte Pfiffe gab. Und das hat seine Mannschaft ja nun wirklich nicht verdient, auch wenn es mal nicht so rund lief. Und im zweiten Durchgang lief es dann auch besser. Vermey, aber ganz stark gehalten von Patzler im Tor der Viktoria. Er spielte für den verletzten Mesenhöhler und schauen Sie mal, er hielt hier bärenstark. Also weiter 1:1. Aber im zweiten Durchgang kippte das Spiel Richtung MSV. Al-Butat auf Mickels. Jetzt brauchte Patzler nicht eingreifen, weil Mickels vergab. Aber die nächste gute Szene für den nun deutlich überlegenen MSV Duisburg. Nächste Chance für Duisburg. Ließ nicht lange auf sich warten. Vermey startet, hat den Kopf oben, spielt den genauen Pass. Und Mickels, und da ist er wieder. Sebastian Patzler, ganz stark rettete er das Unentschieden für seine Mannschaft. Aber dann wurde es dramatisch. Hinten raus. Ein Foulspiel von Naya Ambudimbu. Zu Recht. Gelb und Freistoß. Schepanik und dann das Mega-Malheur des Abends. Sebastian Patzler rutscht die Kugel durch. Welch ein Drama für den Kölner Keeper, der bis dahin so gut gehalten hatte. Und dann das Schepanik nach seinem ersten Tor in Rostock. Nun sein zweites hier. Und das war der Siegtreffer. So eine harte Nummer für die Kölner. 1:2 verloren. Er war natürlich der arme Kerl des Abends. Gut gespielt, unglücklich verloren, weil Patzler patzte. Erste Halbzeit haben wir es eigentlich relativ gut dominiert und kriegen, glaube ich, Gefühl mit dem ersten Torschuss das 1:1, total ärgerlich. Und ja, zweite Halbzeit hat man schon gesehen, warum Duisburg Erster ist. Da haben sie schon sehr, sehr viel Druck ausgeübt auf uns und ja, verlieren halt total bitter 2:1. Also der Trainer sagte mal, das ist die Burg, die wir verteidigen wollen. Und wir haben uns festgenommen, dass wir das auch ausbauen wollen. Also unabhängig davon, dass wir die Tabellenführung behalten werden nach dem Spiel. Am Ende des Tages zählen die Punkte. Und wie die dann zustande kommen, ist dann auch zweitrangig. Also, es geht selbst ohne Stoppelkamp der MSV. 5 Siege in Folge, 5 Punkte vor Platz 2. In Duisburg ist die Laune derzeit richtig gut. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.